Willkommen zurück bei House of Ashes. Coyote 2, hier Mailman 2-1 Actual. Wir nähern uns dem Ziel. Bereit für Funkstelle. Over. Verstanden, Mailman 2-1 Actual. Ihr seid allein. Viel Glück und viel Spaß. Verstanden. Vielen Dank. Over. Wir sehen uns nach der Mission. Alle Rufzeichen. Funkstelle einhalten. Coyote 2 out. Bereit halten, Jungs. Wir sind gleich da. Hey, Mervyn. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Nicht übel, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Oh, Mann. Wie lange hattest du den parat? Sowas gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt auch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey, ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich wird sie nicht eifersüchtig. Mann, Rachel. Hey, was gibt's da zu lachen? Sergeant K, ich will exakt alle 4 Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRÜ alle 4 Stunden. Hey, alles gut? Ja, alles gut. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut. Ich komm klar. Ich steh dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das! Du sagst es, Bruder. Hurra! Hurra! Also spätestens bei dem letzten Satz mit wir schaffen das, habe ich jetzt ein ganz ungutes Gefühl. Captain! Was ist hier? هاهاها يعني صح ان الخنازير بيطيروا هيهبط حضروا نفسكم يا رجاله Warum zur Hölle hast du das getan? الأمريكان! العساكر الأمريكان قم! Sir, die wurden gewarnt! Erwarte Befehle! Ausschwärmen, nicht schießen! Keine unnütze Gewalt! إحنا الأمريكان! إحنا الجيش الأمريكاني! ارفعوا إيديكم واشتركوا! مش عاوزين نأذيكم!
Runter, runter! Auf den Boden, los! Hände auf den Rücken! Zimmer geräumt! Geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen. So ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Lieutenant Kolchak, Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist gesichert und Gefangene werden verhört. Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Wir haben noch nicht alles durchsucht. Wir finden es, Sir. Wenn wir zurück sind, will ich einen Bericht, warum es so lange gedauert hat, den Hof zu sichern. Aye, Sir. Diese Panne könnte irakische Aufständische gewarnt haben. Ich bin enttäuscht, Lieutenant. Nur keine Sorge, Colonel. Mein Team wird mit allem fertig. Ist das so, Lieutenant? Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen einer... Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese, berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Halt still. Ich durchsuch dich nur. السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ Er wird schon reden. Warten Sie. Ich mach das. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. ايه ده؟ هتعرفه قريب. Was zum Teufel؟ انتو كام هنا؟ Du solltest das aber nicht abreißen, du Idiot. Das reicht mir jetzt. Corporal, bewachen Sie die Gefangenen. Hast es gehört, Marine? Verhöre die Hirten, durchsuche den Hof. Ja, wie soll ich die denn verhören, wenn ich überhaupt gar keinen... Ach so, die draußen. Oder die drei jetzt. Ich gehe jetzt erstmal hier durch. Wo ist das Depot? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Die Bundoeye kbira awi ya akh. Akthar min anta mahtaju lil ghanam. Fein madkhal el maghzan. Das reicht, Lieutenant.
Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Ich hab alles im Griff. Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Bewachen Sie den hier gut. Ja. Gehen wir mal hinterher. Ich glaube, hier rum ist sie gegangen. Ich will, dass Sie den Hof durchsuchen, und zwar jeden Winkel. Ja, würde ich ja gerne. Ich bin doch schon dabei. Moment, kann ich mit dir reden? Ich schwöre, Mervyn hat uns alle verflucht. Ich glaube weder an Flüche noch an die Zahnfee oder Santa Claus. Die Zahnfee, klar. Aber Santa? Sag nicht sowas. Du hast Weihnachten ruiniert, Mann. Ja, ernsthaft. Ich meine, was ist das für ein Idiot? Natürlich kennen wir den russischen Weihnachtsmann. Natürlich kennen wir unseren Rambo-Osterhasen. Und die schöne, bunte Zahnfee kennen wir auch. So, und wer von euch jetzt herausgefunden hat, von welchem Film ich spreche, der darf das gerne in die Kommentare schreiben. Ist übrigens einer meiner Lieblingsfilme. Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn er Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Also. Also hier scheint auch nichts zu sein. Aber ich soll doch draußen nachsuchen, ne? Durchsuche den Hof. Naja, gut, da können sie theoretisch ja auch das Ganze meinen. Ich drehe trotzdem nochmal vorsichtshalber eine Runde. Ob ich vielleicht irgendwo was nicht gesehen habe oder so. Aber hier kamen wir raus eben, ja. Warum stehst du da so komisch rum? War eine rhetorische Frage, wenn die das alles sichern sollen, aber können wir hier rüber? Auch nicht, ne? Nö, dann würde ich sagen, dann gucken wir drinnen mal weiter. Mit dem haben wir schon gesprochen, hier können wir auch nichts. Nee. Gehen wir mal kategorisch hier. Wenn das nicht alles so verschwommen wäre, das ist doch ein bisschen doof gemacht. Jetzt würde man zumindest sehen, ob es da irgendwo was gibt. Ah, da ist noch was. Dreh dich mal um. Ein Haufen Gasmasken hier. Okay, und alle kaputt, so wie es aussieht. Ja. Es wäre schön, wenn ich jetzt mal sehen würde, in welche Richtung ich laufe. انا بشخص الحكومه الامريكيه انت في موقف صعب جدا مهم انك تقول الحقيقه فين مدخل المخزن Das ist Heroin. Tja, das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Fuck! Scheiße! Beschissener Scheiß!
Runter, runter! Sichteln da oben! Feuer erwidern! Los! Lass mich machen, wo ist er? Das war verdammt knapp. Jetzt geht's ab hier, was? Rachel! Wo bist du? Rachel! Halt! Warten Sie! Atemu! 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 Fick dich! Fick dich! Die Wichser sind schwer zu treffen. Sie rücken vor! Wir müssen zu Tommy! Ja, ihr mich auch! Heizen wir ihn mit WP ein! Kein Phosphor auf Menschen schmeißen! Na, komm schon! Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken! Nachdenken worüber? Wir werden massakriert! Ist WP jetzt genehmigt? Feuer frei! Ich halte sie auf! Gebt mir Deckung und holt Joey da raus! Wohin? Wohin? Achso. Nein! Falsch. So, doch. Ich dachte, ich hätte die falsche Taste gedrückt. Genau. Verdammt, ich sterbe, Nick. Bullshit, Mann. Ich weiß, es tut weh, aber du stirbst doch nicht. Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Lüge nicht an, was sah nach der Leber aus? Lügner. Ich bete für dich. Worauf wartet ihr? Ausschwärmen und kämpfen! Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Kriege ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Geht es noch schlimmer? Auf den Boden, sonst blase ich dir deine verdammte Birne weg. Das heißt, es wahrscheinlich Zivilisten wurden erschossen. Unmöglich. Rachel! Rachel! Scheiße! Autsch.